Es ist einmal mehr Donald Trump, der für die Geschicke des Marktes wieder mal verantwortlich ist. Und Aussagen von Trump legen den Verdacht geradezu nahe, dass der Handelskrieg, den Trump ja vor allem gegen China betreibt, für ihn ein Instrument ist, um die Fed zum Handeln zu zwingen, nämlich zu Zinssenkungen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Schauen wir uns doch die Aussagen von Sid Donald mal an, was er da zum Besten gegeben hat. Und das hatte durchaus Schmackes. Hat er zunächst gesagt, ja, China möchte natürlich einen Deal, das wiederholt er immer wieder. Aber ich bin noch nicht bereit, hier irgendwas zu machen. Und dann eben auch die Aussage, dass möglicherweise der Septemberbesuch der chinesischen Delegation in Washington abgesagt wird, hat Trump zumindest angedeutet, das sei möglich, dass es zu dieser Reise gar nicht komme. Das würde bedeuten, dass dann ab 1. September wirklich die Zölle kommen. Und dann hat Trump vor allem gesagt, ja, ich würde gerne, dass die Fed den Leitzins um 1% senkt. Also das wäre schon ein ziemlicher Schluck aus der Pulle auf einmal. Oder wie stellt er sich das vor? Jedenfalls, wenn Trump so weitermacht, dann kriegt er seine Zinssenkungen so oder so. Denn dann hat die Wirtschaft ein Problem. Und wenn die Wirtschaft ein Problem hat, dann muss die Fed reagieren, ob sie will oder nicht, solange die Inflation noch einigermaßen im Zaum ist. Schauen wir uns mal hier die Abwärtsrisiken für die US-Wirtschaft an. Hier sehen wir eine immer stärker steigende Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Der Trend ist relativ klar. Rezession auch fast schon ein Thema in Europa. Wir hatten heute Daten aus Deutschland, Exporte, Importe. Massiver Rückgang jeweils zum Vorjahresmonat. Wir hatten eine ganz schwache französische Industrieproduktion. Minus 2,3%. Und wir hatten dann auch Daten aus UK mit einem negativen BIP Großbritanniens, minus 0,2%, aber auch viele andere Parameter, die heute veröffentlicht wurden, überwiegend sehr, sehr grottig. Also da ist einiges im Argen und das sorgt natürlich wieder für eine gewisse Verunsicherung. Dann haben wir, bevor wir nochmal zum Thema China kommen, natürlich auch die Italien-Geschichte, die heute belastet hat. Heute in die italienischen Märkte schwer unter Druck, Aktien runter, Anleihe, Renditen, Risikoprämien also nach oben. Und wir sehen hier, warum das so ist. Es ist schlichtweg so, dass Salvini dann sehr wahrscheinlich neuer Ministerpräsident wird. In den Umfragen hat die Lega jetzt im Vergleich zur Wahl, zur letzten Wahl 20% zugelegt, während die Cinque Stelle, diese Koalitionspartei, 15% verloren hat. Und vieles deutet darauf hin, dass er, dass dann eben Salvini eine Koalition macht mit den sogenannten Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens, eine rechtsextreme Partei, muss man so klar sagen. Und dann hätten wir also sozusagen eine ziemlich rechte Veranstaltung in Italien. Das würde dann mit Brüssel durchaus weiteren Konfliktstoff geben. Und die Frage ist, sind dann die Italiener irgendwann doch draußen aus der EU? Hier sehen wir eine Aufstellung der verschiedenen Länder in der EU, die Bevölkerung, wie sie die EU-Mitgliedschaft sieht, als gut oder als schlecht. Und hier Italien ist ganz, ganz am Ende mit der Zustimmung zur EU. Also es gibt eine relativ große Bereitschaft der Italiener, aus der EU auszutreten. Eine relativ große Zahl von Menschen lehnt die EU ab. Kein Wunder, nachdem sozusagen auch Italien lange in der Flüchtlingsfrage alleine gelassen wurde und die wirtschaftliche Lage eben auch durchaus miserabel ist. Aber kommen wir zurück zum Handelskrieg, kommen wir zurück zu der Thematik, die hier relevant ist, die hier wesentlich ist. Und es ist jenseits der Geschichte mit Aussagen von Donald Trump eben auf anderer Ebene auch sehr, sehr schwierig zwischen China und den USA. Heute Nacht ja die Meldung, die Trump heute praktisch bestätigt hat, dass Huawei geschnitten wird, weiter geschnitten wird von den Amerikanern. Es werden keine Lizenzen erteilt für amerikanische Firmen, um mit Huawei Geschäfte zu machen. Damit ist sozusagen Huawei voll gebannt. Und dann eben diese Hongkong-Geschichte, da ist, gab es schwere Konfrontationen zwischen dem Konsulat der Amerikaner in Hongkong und eben den Chinesen, die haben hier maßgebliche Mitarbeiter des Konsulats einbestellt zu einem Gespräch, weil man festgestellt hat seitens Chinas, dass hier eine hohe Mitarbeiterin des Konsulats, eine Amerikanerin, hier Kontakt hatte mit maßgeblichen Personen, die für den Aufstand, die Unruhe, wie auch immer, maßgeblich mitverantwortlich sind, die also diese Bewegung in Hongkong tragen. Und da gibt es viele Berichte in chinesischen Medien, die voll davon sind, heute eben hier auch wie Hu Xijin, der Chefredakteur der Global Times, die
hier sagen, das ist Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas und diese Einmischung passiert durch die USA. Die Aufstände seien gesteuert durch die USA. Naja, das ist sehr weit hergeholt, aber es ist eben die Sicht des Chinas und so prallen eben verschiedene Ebenen aufeinander. Die ganze Geschichte wird also spannend, wird interessant und wir haben jetzt eben ein Wochenende vor uns. Da wird dann die Frage sein, wie wird das Fixing wieder lauten. Schauen wir mal auf die Märkte. Zunächst mal hier auf das, was Sven Hendrik hier gezeigt hat. Das ist die sogenannte oder der sogenannte Advanced Decline Index, der also sozusagen die Anzahl von Aktien, die steigt, im Vergleich zur Anzahl von Aktien, die fallen. Und hier sehen wir, waren wir bei dem Abverkauf kürzlich auf extrem niedrigen Werten. Normalerweise dreht es dann in dieser Zone und gestern waren wir auf extremst hohen Werten und dann dreht es eben auch wieder in der Zone und genau das passiert heute. Es dreht dann wieder nach unten, nachdem es zuvor dann nach oben gedreht ist bei diesen extremen Werten. Und wir wollen uns mal die Charts anschauen, gesponsert von Capital.com, meine Damen und Herren. Jetzt haben wir hier Dollar-Yuan, ist praktisch auf hoch rausgegangen, direkt unter der Marke von 7,10. Wir waren nur einmal etwas höher, kommen also wieder nach oben. Deswegen das Fixing in der Nacht von Sonntag auf Montag der chinesischen Notenbank wird sehr, sehr wichtig. Wir haben radikale Bewegungen auch im britischen Pfund etwa. Wir sind aktuell bei 1,1279, tiefster Stand, glaube ich, seit Anfang 2017. Es geht weiter bergab nach den schwachen Daten aus UK. Jetzt kommt sozusagen diese ganze Unsicherheit, die Verunsicherung, die Investitionsunsicherheit, die mit der offenen Frage, wie geht es mit dem Brexit, was wird passieren, die Firmen erfasst hat. Dementsprechend wird sich oder schlägt sich das jetzt auch nach langer Zeit richtig voll nieder in den Wirtschaftsdaten. Lange schien es ja, als würde der Brexit praktisch die britische Konjunktur gar nicht ankratzen können. Aber das Gegenteil ist jetzt der Fall. Jetzt schlägt das voll durch. Wir sehen deutliche Abgaben beim britischen Pfund. Nähern uns wir den anderen Märkten, kommen wir zum Öl, das heute steigen kann. Hoffnung auf Produktionskürzungen. Die Saudis sind offenkundig dabei, massiv den Ölpreis zu stützen. Durch Aussagen, wir sehen, dass Gold weiter sich über der 1500er Marke halten kann, passiert heute nicht allzu viel. Wir sehen den Euro-Dollar auch nicht wirklich bewegt, 1,1217. Spannender wird es da schon in anderen Bereichen, etwa hier beim, was ist das? Das ist der Dow Jones, der aktuell bei 26.127 handelt. Da sind wir also durchaus unter Druck gekommen und wir haben eben auch den Nasdaq unter Druck. Hier sehen wir diese Bewegung 7599. Wir waren gestern gut 100 Pünktchen höher im Hoch. Also es ist da durchaus ein bisschen was angebrannt, auch wenn das hier in den Charts nicht so wirklich stark aussieht. Und wir haben dann noch den S&P 500. Da ist er. Da sind wir jetzt bei 2901. Diese 2900er Zone ist eine Unterstützung. Die sollte halten, sonst wird es schwierig. Sonst kann da weiter Potenzial nach unten freigesetzt werden und wir haben abschließend den DAX, der die heutigen Zahlen aus Deutschland, die wieder grottig waren, relativ gut verarbeitet hat. Es gab ja diese Geschichte mit Bayer. Bayer hat angeblich hier den Vorschlag gemacht, 8 Milliarden Euro zu zahlen als Ausgleich für die, als Entschädigung für die vermeintlichen Opfer oder die Kläger, genauer gesagt. Dann hat aber die Aktie 11% gestiegen, Schwergewicht im DAX. Dann hat aber der Mediator, der dafür zuständig ist in den USA, gesagt, also ich habe keine Angebote bekommen und außerdem muss einem klar sein, dass erstens Bayer damit eingestanden hat, dass da offenkundig ja doch was dran ist an diesen Schadensersatzforderungen und zweitens dürfte die Zahl von 8 Milliarden viel zu gering sein. Sie kennen amerikanische Anwälte, die machen ganz andere Vorschläge in Sachen Summen. Das ist jetzt die Situation. Wir sind beim S&P an einer neuralgischen Marke. Wir haben ein Wochenende vor uns. Mal sehen, wie diese ganze Thematik zwischen den USA und China weitergeht. Wir haben den Iran im Hintergrund. Wir haben Hongkong die Situation. Also es gibt schon ein paar Risikofaktoren, die derzeit der Fall sind. Und in Sachen Handelskrieg jedenfalls gibt es keine Entspannung. Das war ja einer der Gründe, warum die Märkte gestern gestiegen sind, weil man irgendwie den Glauben hatte, naja, es ist ja doch möglich, dass sie wieder miteinander sprechen. Dann kommt die Delegation im September, die aus China, und dann ist ja wieder alles gut. Dann haben wir so eine Art zweiten Waffenstillstand, aber das zeichnet sich zumindest derzeit nicht ab. Ich wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende und sage Servus und Ciao.